Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich wieder so ein kleines Mini-Haul für euch, denn ich habe bei 77 Online-Shop was bestellt. Das wurde mir in der Kategorie Sale angezeigt. Fand ich auf jeden Fall mega cool. Und neuerdings ist mir aufgefallen, haben die einen Bestellwert. Den einen Tag musste ich irgendwie Mindestbestellwert 40 Euro haben, was ich mega doof fand, weil ich wollte nur was für 20 Euro bestellen. Also habe ich es sogar gelassen. Und am nächsten Tag musste ich einen Mindestbestellwert von 30 Euro einhalten. Gut, dann habe ich noch eine Sache dazu bestellt, die ich eigentlich zurückschicken wollte. Einfach nur, damit ich halt diesen Mindestbestellwert zusammen habe. Aber jetzt gefallen mir die Sachen. Und fangen wir an. Ich denke mal, dass das Video diesmal nicht so lange wird. Auf jeden Fall habe ich mir bestellt von Styleboom in der Größe S diese niedliche Jacke, so Blazerjacke, hier mit so Spitzenoptikärmeln. Auf jeden Fall mega cool, werde ich am Ende, ich denke mal, ein kurzes Bild oder ein Video mit rein zeigen. Dann habe ich, deswegen ich eigentlich dort bestellt habe, einen Rock bestellt in der Größe XS. Röcke können immer ein bisschen kleiner sein, weil ich halt so dünn bin, von Fresh Lemons. Und zwar diesen. Wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich total auf diesen Tiger-Look stehe. So ein Rock. Also auf dem Bild sah der sogar so aus, dass der vorne kürzer ist und hinten länger wird. Ist aber alles tatsächlich eine Länge. Ziehe ich gleich auch einmal an. Und dann habe ich heute von meiner Tante was bekommen, weil die hat irgendwie bei Wish oder so bestellt. Und jetzt passt sie da nicht rein oder gefällt ihr nicht. Und jetzt habe ich das mitgenommen. Auf jeden Fall muss ich das mit hohen Schuhen anprobieren, weil es ein bisschen lang ist. Muss ich einmal schauen. So sieht das Ganze aus. Hier oben so mit Spitze und auch die Ärmel. Und dann ist das so ein ganz langer Jumpsuit. Der ist eigentlich sogar fast länger als ich. Aber schauen wir uns die Sachen noch einmal angezogen an. So, jetzt habe ich den Rock einmal mit einem weißen Top an. Man kann den natürlich so tragen. Ein bisschen tiefer. Oder auch hier hochgezogen. Oder man zieht tatsächlich sogar auch ein schwarzes Top dazu an. Das wird wahrscheinlich auch richtig gut aussehen. Aber einmal jetzt so. Und dann ziehen wir dazu jetzt auch einfach nochmal schnell diese rosane Jacke an. Vielleicht passt das ja auch, dass ich mich jetzt hier nicht so oft umziehen muss. Okay, ist vielleicht jetzt ein bisschen sehr bunt, aber eigentlich, wenn man es jetzt so sieht, finde ich diesen Style ja mega cool, ne? Also das mag ich ja total. Was sagt ihr dazu? Schreibt das mal gerne unten in die Kommentare. Jetzt vielleicht nicht unbedingt so in der Kombi, irgendwie nur so eine schwarze Hose dazu oder so. Aber das finde ich doch schon mal mega interessant. Jetzt kommen wir zu dem weißen Jumpsuit. So, jetzt musste ich die Kamera erstmal gefühlt Kilometer weiter wegstellen, damit man hier irgendwie was sieht. Also ich habe jetzt sehr hohe Schuhe an. Die Beine sind unten auf jeden Fall etwas weiter. Und so sieht das Ganze getragen aus. Ich bin mir jetzt ziemlich unsicher, ob man es so trägt tatsächlich oder doch irgendwie diese Ärmel hier so oben lässt. Also so sieht das Ganze auf jeden Fall aus. Ist natürlich kein Alltagslook, zieht man vielleicht zu irgendeiner Feier an. Wie auch immer, ich weiß es nicht genau. Ist eigentlich so richtig süß. Aber ob ich mir das jetzt so bestellt hätte, weiß ich nicht. Weil wann zieht man das an? Ich finde, das sieht von hier oben, wenn die Beine jetzt nicht so weit wären, aus irgendwie wie so ein Standesamt-Hochzeits-Outfit oder so. Auf jeden Fall die Ärmel finde ich richtig gut. Na, dass die hier so sind. Hier, also er ist leicht durchsichtig, man müsste darauf achten, was man drunter anzieht. Aber ich finde ihn so getragen ganz gut und so finde ich ihn eigentlich auch mega süß. Aber dann wird er natürlich hier wieder viel länger. Und auch unten, also jetzt mit hohen Schuhen, finde ich, geht es. Kann man es tragen, aber halt mit flachen Schuhen hängt es bei mir auch schon wieder unten komplett am Boden. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das kurze Video gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. Kommt doch gerne auf Instagram vorbei bei anihannover96 oder auf TikTok unter anihannover. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Bye!